Wisst ihr, manchmal ist es echt schwierig, so einen Einleitungssatz für so eine Folge zu finden. Manchmal hat man so ein paar virale Clips, wo man eigentlich nichts Erdrückendes bringen kann. Deswegen schnacke ich auch nicht lange rum und komme direkt zum nächsten Clip. Der ist schon etwas älter, ist aber super viral gegangen. Millionen von Views, weil die Leute sehen wollten, wie ein Kind zerquetscht wird. Also der nächste Clip ist schon ziemlich erdrückend. Wortwitz! Hab's euch gesagt, erdrückend. Weil ihr wisst, das Kind liegt oben drauf und wird runtergedrückt. Okay, mal eine lockere 1 von 10 Punkte für den Rettungsversuch. Der Kerl ist arschlangsam. Gut, er ist nicht so alt, er kann natürlich noch nicht so schnell schalten, was er machen muss. Aber er hat's versucht und er hat's geschafft. Gut, geben wir eine 2 von 10. Ich meine, wie gesagt, wenn man das Alter berücksichtigt, hat er schon richtig gut gehandelt. Wahrscheinlich war er ziemlich planlos, panisch, was er machen soll. Er wusste wahrscheinlich nicht mal, was genau passiert ist und hat dann unterschiedliche Dinge probiert, bis er endlich gerafft hat, was er wirklich machen soll. Okay, schön und gut. Aber mal lockere Minuspunkte für diesen Rettungsversuch an sich. Anstatt dass er diesen Schrank wegschiebt, drückt er erstmal oben drauf. Glanzleistung, Kleiner, das ist super. Das ist quasi so, wenn ich mit dem Auto jemanden überfahre auf der Straße, den Rückwärtsgang einlege, damit ich nochmal rück- und drüber fahre. Double Pack Wixas, das funktioniert. Ich meine, wenn man schon gerade Babyöl produziert, dann sollte man ordentlich oben drauf drücken, damit das ordentlich aus... Vergessen wir es. Manchmal kommen böse Sachen aus meinem Mund raus, das dürfte ich eigentlich gar nicht aufnehmen. Wo waren wir? Ah ja, Kinder retten. Kinder retten. Ist nicht einfach. Gerade wenn man jünger ist. Und wenn das Baby gerade unter dem Schrank liegt, kannst du natürlich gerne oben drauf springen. Vielleicht funktioniert's ja. Aus irgendwelchen Gründen auch immer. Aber wisst ihr, tut er mir schon leid, Alter. Der liegt da gerade, braucht Hilfe. Er kann's ja alleine nicht. Und der Bruder, der daneben steht, ist ein bisschen ratlos, weil er einfach zu jung ist. Er kann nichts für. Ist ja nicht seine Schuld. Er ist einfach zu jung, um das noch zu verstehen, was er machen soll. Aber während man da mit Schmerzen am Boden liegt und bei dir ein gefühlter 1000-Tonnen-Schrank obendrauf liegt und dein eigener Bruder noch auf diesen Schrank draufspringt und noch weiter quetscht, ich glaube, das Vertrauen zwischen den beiden ist nicht mehr so schön. Gelinde gesagt. Aber hey, Babyöl braucht man immer. Gut, gehen wir weg von der Babyproduktion und gehen mal in etwas kältere Gebiete. Auch wenn wir hier keinen wirklichen Winter hatten, gibt es Länder, die haben wir tatsächlich Schnee. Ich weiß, es ist ein Mysterium, schwer zu glauben. Aber es gibt Länder, die haben Schnee. Viel davon. Und Länder, die viel Schnee haben, die sind daran gewöhnt. Die sind daran gewöhnt, dass da Schnee liegt. Die kommen damit klar. Und die Züge fahren auch. Und die Züge kommen auch an. Nicht wie die Deutsche Bahn. Weil in Deutschland liegt auch nur eine verdammte Schneeflocke auf den Schienen und die Deutsche Bahn kommt nicht mehr durch. Der gesamte Schienenvertrieb wird eingestellt, nur weil in Berlin eine verdammte Schneeflocke auf der Schiene liegt. Puh. Deutsche Bahn, Qualitätsprodukt. Okay, auf jeden Fall andere Länder sind da eher gelassen. In Deutschland wäre das unvorstellbar. Erstens, so viel Schnee überhaupt nicht möglich. Zweitens, dass ein Zug über Schnee fährt, absolut unmöglich. Utopisch, da sind Einhörner wahrscheinlicher, als dass dabei in Deutschland ein Zug über Schnee fährt. Drittens, die Klagewelle. Die deutschen Anwälte würden jubeln, wenn die so viele Klagen raushauen können, wie viele Passagiere da von der Schneelawine erwischt wurden, nur weil dieser Zug mit Vollgas durch den Bahnhof gerast ist. Geil, ich finde das geil. Ich finde diesen Clip cool. Gott sei Dank ist das aber nicht Deutschland. Keine Ahnung, wo das ist. Hab ich jetzt im Clip nicht gefunden. Ist auch scheißegal. Die haben viel Schnee und es sieht super cool aus, wenn so ein Zug durch den Bahnhof brettert und dadurch den Schnee aufwirbelt wie sonst was. Und die Passagiere, die da auf den Zug warten, die sind gechillt as fuck. Die sehen, dass diese Lawine ankommt und die geben keinen einzigen Fick drauf, da wegzugehen. Handy an, filmen. Das mag ich, das mag ich. Oh mein Gott, ich will wissen, wo das ist. Die Leute scheinen geil drauf zu sein. Die Züge fahren mit Volltempo durch den Bahnhof und wirbeln den Schnee auf. Tausendmal besser als mit einem Auto durch eine Pfütze zu fahren und eine schöne Fontäne zu erzeugen. Es ist noch geiler, mit einem Zug durchzurasen und diesen Schnee aufzuwirbeln. Und ja, es sieht geil aus, kann man nichts gegen sagen. Und wie gesagt, der wilde Clip ist viral gegangen. Millionen von Views, weil die Leute sehen wollten, wie es in Deutschland nicht ist.
Bestimmt ist das der Grund. Und die Moral der Geschichte, Leute, ist, wenn ihr Babyöl produzieren wollt, besorgt euch das lieber im Supermarkt. Dort werden die Babys glücklich gepresst. Bioöl. Gibt es Bio-Babyöl und ist das sarkastisch? Ist es makaber, wenn man dran denkt, dass wie Babyöl produziert wird? Nee, lassen wir mal. Die Moral der Geschichte ist, wenn ihr Schnee haben wollt, seid nicht in Deutschland. Wenn ihr Züge erleben wollt, seid nicht in Deutschland. Wenn ihr aber mit eurem Anwalt was ordentlich verdienen wollt, dann bleibt in Deutschland. Ist das eine Moral? Ist eine Scheißmoral. Aber ihr könnt hier auf die zwei Kasten finden. Dort findet ihr geilere Videos als statt diese Scheißmoral. Könnt ihr gerne draufklicken und noch weitere virale Videos sehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Hinterlasst mir doch mal einen Daumen hoch, dass Stanrad jetzt zweimal hintereinander schon kommt ohne Unterbrechung. Das ist Wahnsinn. Phänomenal. Wie gesagt, Daumen hoch hinterlassen, Leute. Abonniert mich, wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt. Und gebt mir Flosse. Flop.